Was geht, Splayfam am Start, und willkommen zu meiner Discord-Tutorial-Reihe. Hier geht es um Discord-Tricks, Discord-Server und alles drumherum. Heute werden wir uns mit den Discord-Bots beschäftigen. In der letzten Folge haben wir, wie ihr sehen könnt, die Rollen schon eingerichtet. Solltet ihr noch nicht wissen, wie das geht, schaut euch bitte unbedingt zuerst das letzte Video an, denn die Bots basieren auf diese Rechte. Wie ihr im Vorspann auch schon gesehen habt, kann ein Bot alles wirklich machen. Er kann Spieler warnen, Spieler bannen, er kann Musik abspielen, man kann Radioräume erstellen. Es gibt sogar einen Corona-Bot, der die aktuelle Corona-Pandemie in jedem Land einzeln anzeigt. Um diese Bots auf den Server zu lassen, müssen wir zuerst in den Internetbrowser gehen, denn die Bots aktivieren wir über den Internetbrowser. Dafür gehen wir einfach auf bots.discord.pw. Es sind jetzt hier eine jede Menge Bots. Ich empfehle euch jetzt einfach mal den Rhymebot. Der Rhymebot kann zum Beispiel Musik abspielen. Damit wir anzeigen können, was der kann, gehen wir auf YouBot. Das Ganze ist natürlich alles auf Englisch, wir können es aber auch auf Deutsch alternativ übersetzen. Und wir sehen schon, er kann in Kanälen Musik abspielen. Um den Bot aber jetzt zum Discord hinzuzufügen, müssen wir auf zum Server hinzufügen klicken. Jetzt werden wir auf eine weitere Discord-Seite weitergehen, in der wir uns erstmal mit unserem Discord-Account anmelden müssen. Habt ihr das getan, kommt jetzt auf diese Seite. Jetzt fragt euch Discord, auf welchen Server ihr den Bot hinzufügen wollt. Wenn wir jetzt hier auf das Pulldown-Menü klicken, sehen wir jetzt alle Server, auf die wir Administratorberechtigungen haben. Ganz wichtig, ihr müsst Administratorberechtigungen auf dem Server haben, um den Bot auch hinzufügen zu können. Ich gehe jetzt auf meinen Testserver, auf dem wir ja gerade schon sind, und auf Weiter. Jetzt müssen wir hier noch bestätigen, dass der Rhymebot Administrator hat. Das müssen wir machen, sonst funktioniert er in manchen Kanälen nicht richtig. Jetzt auf Autorisieren. Da müssen wir noch bestätigen. Und haben jetzt schon im Hintergrund eine Meldung bekommen. Und wir sehen, ein neuer Nutzer ist auf unserem Server beigetreten. Und zwar der Rhymebot. Wir sehen hier schon an der Seite. Und das blaue Label neben seinem Namen bestätigt uns, dass es ein Bot ist und kein User. Nun können wir, damit die Bots von den Nutzern getrennt werden, auch noch eine neue Rolle erstellen. Und zwar die Bot-Rolle. Damit können die Nutzer später besser unterscheiden, was ein Bot ist und was nicht. Ich mache die Bot-Rolle jetzt einfach mal so grau. Und geben dem Rhyme jetzt die Bot-Rolle. Jetzt sehen wir hier schon so eine kleine Einbettung. Wir sehen hier die Website, auf der wir nachlesen können, wie der Bot funktioniert. Aber wir gehen jetzt einfach mal in einen Sprachchat, das sind wir schon, und geben mal ein Ausrufezeichen Play und nimm den Namen des Liedes bzw. des Songs, den ihr spielen wollt. Das Ganze wird dann von YouTube einfach runtergestreamt. Also wenn ich jetzt hier einen Song angebe, das ist bei mir jetzt Be Together, dann wird der Bot jetzt... ...in meinen Channel kommen und dort die Musik abspielen. Wenn ich jetzt möchte, dass er aufhört, gebe ich einfach das Ausrufezeichen Stop ein und er pausiert das Ganze. Dann müssen wir einfach nur Resume angeben und dann würde er spielen. Wenn wir jetzt wollen, dass er aus dem Kanal rausgeht, geben wir Ausrufezeichen Leave ein und er disconnected. Ganz wichtig, ihr dürft die Bots nicht kicken oder bannen, dann sind wir immer von eurem Server weg. Jetzt gucken wir uns noch nach ein paar anderen Bots um. Denn es gibt ja so viele andere Bots auch noch zu entdecken. Könnte ich hier wirklich mal umsehen. Es gibt hier Musikbots und man kann hier oben auch filtern. Also hier zum Beispiel nach Moderation, Fun. Zum Beispiel ein sehr guter Bot ist auch noch der Dino. Könnte ich hier einfach adden, wie den anderen Bot auch. Also hier einfach wieder Testserver auswählen. Ja, hier die ganzen Berechtigungen auswählen und wieder bestätigen. Dann sehen wir auch wieder. Haben wir den Dino-Bot. Mit der Bot-Rolle sind dann die alle noch ein bisschen besser sortiert und wir können sie gut von den anderen Usern auseinanderhalten. Und schon haben wir Bots auf unseren Discord hinzugefügt. Falls ihr jetzt nicht wisst, wie die Bots funktionieren, könnt ihr immer unter der Aktivität des Bots nachschauen, denn da steht für gewöhnlich der Help-Befehl. Zum Beispiel ist es beim Dino der Fragezeichen Help und der Dino sendet uns direkt per Privatnachricht eine Hilfe-Website. Dort können wir einfach hinspringen und wir wissen, was er alles kann. Zum Beispiel kann er Ranks hinzufügen oder er kann Leuten Roles geben. Zum Beispiel können wir jetzt einfach mal Role-Info machen.
und sehen hier jetzt schon eine Beschreibung von der Role-Info. Also wir haben hier zum Beispiel jetzt Role-Info-Abonnent und schon sehen wir alle Rechte, die der Abonnent hat. Dann können wir zum Beispiel mit AdMod eine Rolle hinzufügen, die der Moderator ist, zum Beispiel der Inhaber. Jetzt ist der Inhaber derjenige mit den Moderatorenberechtigungen, also sprich, er kann den Dynobot verwalten. Genau das könnten wir jetzt zum Beispiel noch mit dem Moderator machen. Der Supporter ist eure Sache, könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Habt ihr das gemacht? Habt ihr euren Server schon mal etwas weitergebracht? Probiert ihr wirklich auf der Seite etwas rum, sucht euch gute Bots raus. Es gibt sehr lustige Bots, aber auch sehr nützliche. Wir werden jetzt auch noch bei ganz kurz den Corona-Bot auf den Server holen. Ja, da gibt es inzwischen auch wieder sehr viele. Zum Beispiel den können wir auch auf den Server hinzufügen. Und schauen dann mal, was der kann. Wir können hier auch wieder mit Ausrufezeichen Help die Help-Seite des Bots aufrufen. Da können wir jetzt hier schauen, zum Beispiel mit Country. Wenn wir hier zum Beispiel Ausrufezeichen Country Germany geben, sehen wir die Corona-Informationen über Deutschland. Wir sehen, was am meisten angesteckt ist, die schlimmsten Regionen und vor allem die Zahlen in Prozente. Das ist auch ein ziemlich nützlicher Bot, den kann ich jedem nur empfehlen. Das war es auch schon mit dem heutigen Discord-Tutorial-Video. Ich habe euch heute gezeigt, wie ihr Bots hinzufügt. In der nächsten Folge werden wir uns mit einem ganz bestimmten Bot auseinandersetzen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.